Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Bundesteine-Fan und ihr seht einen leeren Tisch. Was heißt das? Jawohl, es gibt ein Haul-Video. Ich habe die letzten Monate ein bisschen was eingekauft und ich habe mir gedacht, ich mache mal ein Haul-Video, da jetzt auch gestern noch ein großes Paket kam, größere Bestellung. Wie gesagt, wird mal wieder Zeit für ein Haul-Video. Und ja, hier bin ich. Also, wir fangen gleich mal an. Zum ersten Mal mit diesem schönen kleinen Set hier, der 75237, The TIE Fighter Attack. Das hatte ich vor ein paar Monaten gekauft gehabt, weil zum einen die Figuren sehr schön sind und ja, der Preis von dem Set einfach gestimmt hat. 7 Euro bei Kaufland. Da habe ich mir gedacht, ich nehme gleich zwei mit. Ich habe es mir zweimal mitgenommen. Bei 7 Euro, da konnte ich nicht widerstehen bei dem Preis. Ja. So, dann hatte ich mir dieses schöne kleine Polybag gekauft, die Nummer 30367. Ein kleiner Helikopter, war zum normalen Preis. Ja, das hat mir gefallen, nehme ich doch einfach mal mit. Ja. Dann habe ich ebenfalls wieder im Kaufland, waren Polybags im Angebot für 3 Euro. Da habe ich mir dieses hier mitgenommen aus der Hidden Side Serie, die Nummer 30464. 3 Euro, wie gesagt, da nehme ich doch glatt mal zwei mit. Da habe ich mir zwei mitgenommen. Geht, passt. So, dann dieses schöne Set hier. Lego Speed Champions 75891 Chevrolet Camaro ZL1 Race Car. Der hat mir noch gefehlt. Fand ich ein sehr cooles Auto und der Preis 11,99 €. Ich habe ihn mitgenommen. Ich weiß, es sind wieder viele Sticker, aber es ist einfach ein wunderschönes Auto und der gefällt mir so, so gut. Der musste einfach mit dazu. Kam dieser Speed Champion hier, die Nummer 75892 McLaren Senna. Jedenfalls ein sehr schönes Auto, 11,99 €. Habe ich mir mitgenommen und mir mal gegönnt. So, dann, das war jetzt so der Allgemeinhaul von den letzten Monaten. Das Paket, was gestern ankam, das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und zuallererst möchte ich euch, kommt was Großes. Eine graue Platte, die Nummer 10701, habe ich mir gegönnt. Gab's bei Spielemax jetzt mit 25% und nochmal 10% extra. Hat die mir 7 Euro ein paar Zerquetsche gekostet. Habe ich mir gleich mal gegönnt. Zweimal. Konnte ich nicht widerstehen. Habe ich mir zweimal gekauft. So, dann ist ganz was Tolles. Die neuen Speed Champions, jawohl, die Nummer 76897, 1985 Audi Sport Quattro S1. Ich will mal sehen, wie die neuen Speed Champions aussehen, ob sie mir gefallen, wenn sie, weil sie ja jetzt größer sind im Grundprinzip als die alten Speed Champions. Und ja, da habe ich mir gedacht, den bestelle ich mir, gab es so für 13,50 Euro oder so um die Dreher, ebenfalls bei Spielemax. Ist jetzt alles, was hier kommt von Spielemax. So, und der nächste Speed Champion, die 76896 Nissan GT-R Nismo. Sieht einfach genial aus auf den Fotos. Und ich hoffe mal, er sieht auch genial aus in echt. Ich lasse mich überraschen. Und natürlich zu guter Letzt, ich habe mich nicht lumpen lassen. Ich habe mir noch die 76895 Ferrari F8 Tributo mitgenommen. Und ja, wie gesagt, mal gucken, was wird. Dann habe ich mir endlich, was ich schon seit Anfang des Jahres holen wollte, die neuen Lego Ninjago Arcade-Maschinen geholt. Zum einen hier den Lloyd. Finde ich ein sehr schönes Set. Gab es für 7 Euro ein paar zerquetschte. War ein sehr guter Preis. Ich meine, wir haben zwei Minifiguren hier drin. Für den Preis, da musste ich einfach zuschlagen. Dann habe ich noch den Ninjago Kai, die 71714 Kalavatar. Nee, Kai Avatar Arcade Pod. Ja, wir lesen ganz klar im Vorteil. Ich finde auch die Aufmachung sehr gut gemacht.
von den Arcade-Pods und ja, man sieht, was man hier Schönes hat. Ah, den noch mitgenommen. Und zu guter Letzt natürlich noch die 71715 J-Avatar Arcade-Pod. Auch wieder mit einer sehr schönen zwei Minifiguren drin. Für den Preis ging nicht anders, da konnte ich nicht widerstehen. Ah. So, dann kommen jetzt noch zwei Sets, die ich mir noch geholt habe, die mir noch gefehlt haben. Das eine ist dieses hier. Ich ziehe euch mal ein bisschen weiter zurück, damit ihr das seht. Ein Hidden Side Set, die Nummer 70421. Der Buggy, ich komme gerade nicht auf den Setnamen. Auf jeden Fall ist es ein Buggy. Der fehlt mir noch irgendwann mal von der ersten Welle. Fehlen mir im Grundprinzip jetzt einmal noch gefehlt, den habe ich mitgenommen. Gab's zu höher. 25 Euro oder so um die Dreher. Und dann natürlich dieses schöne große Set, die Nummer 70422. Das Diner, ein sehr, sehr schönes Set. 30 Euro rund gewesen. Da musste ich einfach zuschlagen. Also richtig geniales Set. Dafür freue ich mich auf jeden Fall schon auf den Aufbau und es euch zu zeigen. Wie gesagt, mir fehlen jetzt noch die Schule, die Geisterschule und der Zug. Dann habe ich die ganze Serie komplett und dann werde ich sie euch auch vorstellen. Das wird dann demnächst sein. So, das war das hier. Wir haben schon keinen Platz mehr. Das ist aber viel. Haha. Ja. Wie gesagt, das ist der ganze Haul. Ich lasse euch noch mal drüber den Blick drüber schweifen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gern ein Like, ein Kommentar oder ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ich habe jetzt genug zum Reviewen für euch. Ich habe immer noch genug Sets im Rückhalt. Von daher, so schnell wird mir das Material nicht ausgehen. Also, ich lege euch mal wieder nach unten. So. Ah. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Bunte Steine-Fan.